Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier. Wir. Mikrofon. In der Marsch, ja. Wir müssen Fahrzeuge zurückbringen. Dazu ist noch Zeit. Ab. Ja. Also Gruppe wird noch eine Mission. Übrigens, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Jetzt bald vergessen. Wie immer. Ja, wir müssen nach Hause. Fahrzeuge. Ja, auch mein eine freie Woche geht damit zu Ende. Mit dem ersten. Zweiten heißt wieder arbeiten. Der Tanz, ganz schön. Ich wollte auf gut drücken, ne? Und hab zum nächsten Fahrzeug gesprungen. Also die Taste gedrückt. So, fahren wir runter. Wir können das mal löschen. Dann gebe ich mal Ruf ein. Dann haben wir noch einen Drescher zu stehen. Das ist mir doof. Irgendwo ich keinen Platz zum Gucken, ne? Hof. Im Grunde müssten wir für jeden Fahrzeug einen Parkplatz haben, ne? Dann wäre das vielleicht ein bisschen einfacher. Auf der anderen Seite müssen wir den noch vorwaschen und poltern, ne? Reparieren, ne? Wir müssen reparieren und waschen macht vielleicht der Regen und Glück haben. So, Kies wird geliefert. Kalkberg. Hier brauchen wir aber noch eine Menge Schotter, ne? Also wir brauchen Diesel, ne? Sonst geht hier nichts. Ja, es gab ja nur ein neues Update von der Karte und Produktion. Mal schauen, was wir da jetzt. Ich glaube Schafkäse immer, das ist für mich noch nicht relevant. Wir müssen mal sehen, dass wir jetzt im nächsten Monat die Bestellungen bekommen, ne? Also Mist wird noch verteilt. Ja, das passt auch. Gülle. Wird nicht machen jetzt. Milch ist auch nicht aktuell. Misthaufen hat sich gut aufgelöst. Viele Fahrzeuge. Oh, den wollen wir starten. Hier soll ja auch Neues rein. Entweder Mischgetreide, also oder Dinkel. So, eins von beiden. Noch da. Ist auch schön, ne? Ist ungünstig, ne? Aktiviert ist. Der ist fertig. Schick mal aus dem Hof. Ja, Striegeln, das war ein großen ganzen Quatsch, aber wir machen den Spiel mal mit, ne? Da war noch ein Drescher hier, da. Aber das hat man so programmiert, dass es dann so ist, ne? Mehr ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, wenn du jetzt gerade die Aussaat erledigt hast und durch triebst rüber, ja. Im Grunde mit der Aussaat ist ja auch. Ja. Den Bereich, wenn vorher gekuppert wurde, ist ja kein Samen da. Und wenn das es noch nicht gekeimt hat, dann ist auch kein Unkraut da, ne? Wenn jetzt gestriegelt wird und du wühlst das auf und der Samen kriegt einen Lichtreiz, ja, dann wächst trotzdem noch Unkraut, ne? Also sobald da der Samen entsprechend austreibt, dann ist halt der Unkraut auch da. Das kriegst du dann nicht weg. Mal gucken, wo wir hier sind, ne?
irgendwie verkehrt, aber gut, egal, ich fahre mal lang. Ja, heute ist ja auch Heiligabend. Geschenke kriegt von mir keine. Aus dem Alter bin ich raus. Wenn ich was haben will, das mache ich übers Jahr. Dann so oder so. Weil ich mir dann sage, oh, rechts ist hier die Liste. Ja, genau, unsere Luzerne sein. Werde ich nochmal ganz groß. Ja, dann muss man sehen. Da mal probieren mit automatisch einsammeln, ne? Wenn das klappt. Ja, und das wäre was. Ich hätte am ersten Arbeitstag Mittwoch nächste Woche einfach mal losfahren. Ich will zum Mediamarkt. Und ja, allgemein ein bisschen gucken. Maximarkt ist ja so ein großes Einkaufsgeschäft. Mal gucken, was da auch Schönes gibt. Mal stöbern. Hier und da was zu essen kaufen für nächste Woche gleich. Nichts Bestimmtes, aber ja, mal gucken. Ansonsten vielleicht die Brille gleich. Das ist alles am Weg. Ne? Das kann man neue Brille bestellen. Dann wurde das Weihnachtsgeld muss weg. Mit der Brille und Mediamarkt ist es garantiert passiert. Aber die Brille muss sein, muss ich feststellen, dass sie wird schon immer mehr zerkratzt und das ist furchtbar. Chris, da kannst du putzen, was du willst. Das kriegst du nicht mehr höchstens für die Arbeit noch nehmen und die neue halt für, ja, für die schönen Sachen halt, ne? Heizung ist aus, ne? Es kommt so warm vor hier. Ja, draußen ist warm geworden, das merkt man dann sofort, ne? Mit über 8 Grad. Ist aber gut fürs Portemonnaie, fürs für die Kosten. Na? Für die Brieftasche halt, ne? Ich sag mal, viele beklagen sich ja mal, oh, das Klima ändert sich, es wird wärmer, ist schlecht. Ich will mal denjenigen sehen, wenn einer sagt, du, es wird kälter. Die Gletscher nehmen zu. Die ersten Ortschaften sind in Gefahr. In den Alpen wäre es dann so. Das wäre dann für viele dann ein Problem, ne? Wenn so Skihütten oder sowas in dem Bereich dann vom Eis ja, weggeschoben werden. Ne? Dann ist dann halt so. Ne? Eis kann keine, so wie Wasser, das schiebt, aber man merkt das ja gar nicht. Man sieht es mit bloßem Auge nicht, aber wenn man das mit Zeitraffer dann filmt, dann kann man davon ausgehen, dass es da kräftig Bewegung kommt. Ne? Aber kräftig. Und dann ist schlecht. Ich habe mal einen Bericht gehört vor längerer Zeit, vor den 50ern, wo sie Gletscher weggesprengt haben, teilweise, damit das nicht entsprechend alles kaputt geht. Ne? Wie gesagt, man muss sich immer die Vor- und Nachteile vorstellen. Ne? Auch in Schweden oder Norwegen, wenn da die Gletscher plötzlich zunehmen, ja, dann wird es da auch, wenn sobald die, da ist ja oft alles menschenleer, aber na, wie gesagt, wenn es Richtung Städte geht, dann wird es eng. Ne? Habe ich da mal kalt hier auf der Fläche? Ist alles weiß. Wollt ihr hier was auspflanzen? Hier war doch. Was war hier drauf? Brachland. Sagt er. Ich weiß das gar nicht. Hatte ich hier Gerste drauf gehabt? Ja, glaub schon. Gerste, ne? Oder? Nochmal Gerste wird schlecht. Aber jetzt kommt die Zeit, wo wir es auch sehen müssen. Ne? Raps werf durch. Wir haben jetzt, ich glaube, 3 Fälle mit Raps. Würde ich jetzt keinen Raps mehr aussehen wollen. Für heute. Grunde steht an, jetzt Weizen. Roggen. Dinkel. Trikale. Mischgetreide. Das steht an. Im Groben.
irgendwann mal die Ernte Sonnenblumen und Mais. Mais, ja, mal gucken auf Geldkonto und vielleicht wieder ein bisschen was. Steine, Pferd, ja gut, hat er nicht abgeladen. Das ist schlecht. Muss ich beobachten. Hier, das sind die neuen Wiesen. Und dafür mache ich dann eher. Und da, wo Dinkel war, habe ich auch Wiesen gemacht. Dafür muss ich jetzt vier Flächen jetzt mit Getreide machen, wo Gras war. Was auch gehen würde, wird theoretisch. Das ist verkehrt rum. Was auch gehen würde. Mit Luzerne und dann Frühling was anderes, ne? Also Sommergetreide oder so. Das könnte man theoretisch da oben machen. Tja, könnte man. Dann wäre das zumindest die Fruchtfolge einigermaßen okay. Na, mal schauen, aber wir werden eh ein bisschen pflanzen müssen, was nächstes Jahr geht, ne? Vielleicht Buchweizen oder sowas für die Mühle. So weit auch immer gut sein können, ne? Mal schauen. Ich nehme an, wir werden jetzt das könnt ihr aber auch machen. Jetzt da, wo jetzt überall Luzerne ist, könnte ich im Anschluss, nach der Luzerne geerntet wurde und die Ballen weggefahren wurden, da könnte man ja auch Roggen einpflanzen. Ne? Da könnte man im Frühling die ganze Silage, den Bunker, den Silo voll machen. Runde zwei Erden einfahren, ne? Pro Fläche. Das wäre ja eine Silage einmal für die Kühe und für die BGH wäre es auch möglich. Möglich. So, Wartung ist voll, Bunkerbiorinder ist auch voll. Das ist gut. Freie Fahrt. Oh, Steine geht ab. Müssen wir eingreifen. Dass er jetzt Sand fährt, ne? Oh, hier Stau. Ich wollte den Stein vorzi kriegen. Ne? Mal kurz beenden. Der Stein ist jetzt halb voll. Wir brauchen hier aber auch. Ich will das halt nicht anzeigen, ne? So. So, aus Kies, Steine, Kies wollen wir herfahren. Aus Muscheln haben wir aktuell nicht so viele. Sollen wir Kies herfahren? Kies haben wir. Ja, das wird reichen. Dann wollen wir Kies herfahren. Obwohl ich ja da. Bin ich aber skeptisch, ne? Also Kies und Sand oder so oder dergleichen, das funktioniert so nicht, ne? Also es kann sein, wenn man Ostseekies nimmt und die Muschel da raus nimmt, dass es dann Kalk ist, aber das ist nicht so, ne? Es wär auf jeden Fall nicht rentabel, ne? Steine ist ja eher so. Ist ja alles andere als Kalk, ne? Ist ja allemal so, ne? Ich muss nur über Nacht warten, dass Diesel vorhanden ist. Und dann kann das da auch weitergehen, ne? Die Mission läuft. Das muss man warten bis morgen. Der soll auch mitarbeiten, mit Rocken vielleicht. Der könnte drüben einparken, das ist ja so ein kurzes Gerät. Mit Traktor erstmal, ne? Den brauchen wir eh. Ab morgen
für die Flächen halt, ne? Also mit mal sehen, ob da Dünger verlangt wird oder dergleichen oder nochmal Kalk, dass man da entsprechend noch eingreift, ne? Den werden wir jetzt nicht voll tanken, damit das böse, dumme Gefühl, dass unser Titel knapp wird. Mit der Erde sind wir nicht mehr durch. Das ist so. Hab mich festgelaufen. Wenn es nicht geht, geht das nicht, ne? Und gleich mit Sauerwahn hier. Aber eigentlich so, ne? Aber das ist halt so, ne? Wird ja gehäckselt als Rest, was dran ist, und damit, ja. Boah, der geht nicht zu. Muss ich schauen, wo ich den besten reinfahren werde. Wo beides reinpasst, ne? Schneid weg und das wird hier nicht hinpassen. Höchstens ganz oben irgendwie. Wo die Anhänger sind, ne? Oh, geht Licht an. Oh, ist 7 Uhr. Wie gesagt, morgen geht das los bitte aus. Aber vorne. Schlafen ist gefährlich. Ja, jetzt ist naja, schlafen deswegen gefährlich, weil ich hatte letztes Mal einen Absturz gehabt, Lura-Fehler mit dem Multifruchtsystem der Marsch und mit Fruchtfolgemod. Und das zu vermeiden, das ist jetzt eigentlich mein Ziel. Entweder ich schlafe, speichere vorher und schlafe, dann ist gut. Ich gucke auf die Folgen länger an. Das könnte gut hinklappen, dass man beides verbinden tut mit Speichern und oder ich müsste noch Mineralfutter kaufen. Weil Frucht, das dauert auch lange, ne? Ja, was ich mir überlegt habe, ich habe ja bei Thüringen ist mir so eingefallen, man könnte ja mit einem Arbeitsgang praktisch mit ein, also mit Programmieren mäßig alles durchziehen. Also weiß ich, wenn jetzt hier Roggenernte ist, Arbeitsbreite ist 5 Meter, dann theoretisch wird es ja gehen, zum Schneidwerk müsste ja nicht gehen. Dann 12 Meter Arbeitsbreite Kuppern, 12 Meter Arbeitsbreite Aussaat. Also müssten wir andere Maschinen kaufen. Nun weiß ich aber nicht, ob das Multifruchtsystem dann klappen würde, ne? Ob das überall auch gehen würde. Eigentlich ja, würde ich behaupten. Das meiste schreibt sich ja irgendwie von einem rein. Ja, also rein theoretisch müsste das funktionieren. Da hätten wir pro Feld einen Speicherplatz für alles, mehr oder weniger, ne? Ernte, Aussaat. Gut, flügen würde nicht gehen, das wäre so, so ein großen Flug. Würde sicherlich, ja, Traktor an die Grenzen kommen der Kraft, was er dann ziehen kann, ne? Und das Material natürlich, ne? Wenn es natürlich an den einen Punkt so viel Kraft gezogen wird, ne? Dann ist natürlich, da wirken Kräfte, ne? Also, einer steht da und bremst und am Flug, ne? Und da, wo es festgemacht wird, das soll jetzt auch gehen. Also da müssen wir mal gucken. Ich mach das mal so. Das müsste ja jedes Honigglas dann eintragen, ne? Einmal. So.
Ja, das wären knapp 1000 Kilogramm, das würde ich ja, mit zwei Händen auch nicht schaffen. Ne? Dreckverkauf, also ich habe ja nicht viel, ne? Ich hätte das jetzt auch so. Ja. So. Also wir haben Angebot, Tomaten, Salat. Jetzt haben wir nichts. Eier, Eier. Also Eier, meine Hühner, also Erdbeeren, ne? Also ganz frisch. Aus Thüringen, ne? Gewächshaus, ne? August würden keine. Doch, August gibt in Tirol bei 1800 Meter so eine. Ja, so ein Spezialist, der praktisch die Erdbeeren dann erntet, weil es ja entsprechend von Temperatur da erst möglich ist, ne? Aber das ist nicht so oft, das ist nur. Also ich kaufe im August keine Tomaten mehr, keine Erdbeeren mehr. Also ich bin die meistens gar nicht repariert, nee, ne? Man macht nichts. Ja, verkaufen, das ist mir gefährlich. Ich klicke es jetzt schnell. So. Ah, das kann man direkt aussehen. So. Picobello sauber. Wann ist der verdreckt? Ich meine, wenn die Felder trocken sind, ist das bestenfalls Staub, ne? Aber wenn du irgendwo eine kleine Pfütze hast und du fährst durch, ja, dann ist es durch, ne? Immer gucken, was der andere sagt. Blockiert, dann muss gleich mal gucken. Wir werden im Frühling tanken, ne? Wenn das keine Ernte mehr hinkriegt. Die können wir hier mal so hinstellen oder auch nicht. Ja, bis dann gleich hingehört, ne? Und da wird es mir ganz schön eng, hier ist kein Platz. Die Kühe brauchen dringend Mineralfutter. Da ist mein Lager für. Da könnte ich theoretisch den hinteren wegnehmen, wenn ich den brauche. Den werde ich bestimmt bald brauchen. Aber erstmal stehen lassen. So, Licht. Machen wir aus. Na, gucken wir uns mal den mal an hier. Habe ich geahnt. Wo hat er jetzt Problem? Ja, eine Leitplanke. Ja, ist ja genau an dem Punkt ist hier so rückbescheiden, ne? Also da muss man praktisch gleich mal was machen. Und dort müssen wir es malen und das Feld da wieder ein bisschen zu auf die Breite zu bringen, die es sein sollte, ne? Sonst haben wir das Problem nächstes Mal gleich wieder. Dann können wir drehen. Ja, gucken wir, hier ein bisschen Gras, ne? Helles Gras. Warum geht das nicht? Das geht nicht so, wie das will. Das auch nicht. Das ist jetzt doof.
Geht auch kein Geld weg. Ah, da geht's. Da müssen wir halt einen Strich ziehen hier, ne? Der Außen, das Außenbereich gehört mir nicht. Gut, dann ist das blöd. So. Mal schauen, wie das hinkriegt, ne? Aber da kommt ja kein Gras mehr hin, davon abgesehen. Muss ich da mal gucken, dass ich da. Muss ich mal doch mal Land kaufen, ne? Also, das ist eigentlich der Grund, ne? Warum da nun gerade jetzt Gras wächst, das weiß ich auch nicht. Gut. So, liebe Schauer, das soll schon heute gewesen sein. Ich sage mal schon Dank, gleich hier reinschauen. Ich werde die Nacht jetzt überspringen. So oder so. Ich glaube, ich werde es einfach 120 halt auch 360 Geschwindigkeit laufen lassen. Und dann schauen wir weiter. Ja. Wie gesagt, noch ein schön frohes neues Jahr. Guten Rutsch. Hoffe, ihr gut reingerutscht. Ich hoffe es natürlich auch. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Tschüss. Oh, vielen Dank für fleißig. Ja, folgen und abonnieren des Kanals. Bye bye.